Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich den Mythos aufklären, dass harte Borsten besser putzen als weiche. Oder doch andersrum? Das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Dr. Ami und ich mache ganz viele Videos zum Thema Zahnpflege. Also wenn euch das interessiert und ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt tut und am Ball bleibt. Dann kläre ich jetzt den Mythos auf, ob harte Borsten besser putzen als weiche. Viele, viele, viele Jahre lang hat man das geglaubt und angenommen und deswegen wurden früher immer harte Borsten empfohlen, weil man gedacht hat, harte Borsten entfernen die Plaque besser als weiche. Heutzutage ist man aber schlauer und man weiß, dass weiche Borsten genauso gründlich putzen wie harte Borsten. Außerdem sind weiche Borsten einfach sehr, sehr viel sanfter. Und man hat mit der Zeit herausgefunden, dass harte Borsten das Zahnfleisch wegschrubben und auch den dünnen Zahnschmelz am Zahnhals. Denn der Zahnschmelz läuft zum Zahnhals hin, also zum Zahnfleisch hin, sehr dünn aus. Und diese dünne Schicht Zahnschmelz, die kann man auch sehr leicht mit harten Borsten wegschrubben. Und die Folge daraus sind freiliegende Zahnhälse. Das Zahnfleisch hat sich zurückgezogen, der Zahnschmelz ist da weg. Das sind diese freiliegenden Zahnhälse und die sind sehr empfindlich. Und das kann mit harten Borsten eben sehr leicht passieren. Darum empfiehlt man heute weiche Borsten. Das ist das, was ich in meinen Videos immer predige. Weiche Borsten, sanft putzen, ohne Druck putzen. Also lieber häufig sanft putzen als einmal aggressiv. Also sanft ist Trumpf. Ja, damit haben wir den Mythos dann auch geklärt. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Zahnbürsten denn gut sind, also welche weiche Borsten haben, da habe ich bereits ein Video drüber gemacht. Zum einen über Handzahnbürsten. Schaut euch das an, ich verlinke das einmal hier oben. Es gibt sehr, sehr gute, ultrasanfte Handzahnbürsten, die ich auch selbst verwende. Da guckt euch dieses Video auf jeden Fall zu an. Dann habe ich bereits mehrere Videos zum Thema Schallzahnbürsten gemacht. Schallzahnbürsten an sich sind nämlich auch sehr, sehr sanft. Aber bei Schallzahnbürsten empfehle ich auch immer noch zusätzlich einen sanften Bürstenkopf. Sensitiv heißt er dann meistens, also den Sensitivbürstenkopf. Und wenn ihr wissen wollt, welche Schallzahnbürste ich zurzeit verwende, dann guckt euch dieses Video an. Aber natürlich gibt es noch mehr gute Schallzahnbürsten. Auch darüber habe ich bereits Videos gemacht. Informiert euch einfach selbst, schaut euch meine Videos an. Ich verlinke die auch alle nochmal unten in der Infobox. Dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal nachschauen. Und ja, letztendlich gibt es auch bei Interdentalbürsten Unterschiede, ob das weiche oder harte Borsten sind. Darüber kommt noch ein Video, das habe ich jetzt noch nicht gedreht. Aber sobald es online ist, werde ich auch das Video über Interdentalbürstchen, also welche verschiedenen es da gibt, auch das Video werde ich unten in der Infobox verlinken und wahrscheinlich hier noch oben in der Ecke. Also schaut euch meine Videos an, die ich zu diesen Themen bereits gemacht habe und bleibt immer auf dem Laufenden. Also ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und immer am Ball bleibt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, da unten ist der Abonnieren-Button, klickt da drauf und bleibt am Ball. Und ich habe nämlich auch eine Homepage gemacht, askdrami.com heißt die. Schaut auch gerne mal auf meiner Homepage dabei. Da kommen in Zukunft auch noch verschiedene Blogartikel, also Infos in schriftlicher Form. Und auch, falls ihr zum Beispiel mit dem Auto oder der Bahn zur Arbeit fahrt und lieber hören wollt, anstatt Videos zu gucken, ist auch ein Podcast in Arbeit. Also bleibt am Ball und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und kommentiert doch bitte mal, was ihr bisher verwendet habt, ob harte oder weiche Borsten. Denn diese Frage, ob hart oder weich, kam von sehr, sehr vielen Leuten von euch. Viele haben geschrieben, dass sie bisher noch harte Borsten verwenden. Darum habe ich jetzt dieses Video darüber gemacht. Und mich würde wirklich interessieren, wie ihr das macht. Ob ihr auch noch harte Borsten oder mittelharte verwendet, falls ihr dann auf weiche umstellt, wie eure Erfahrungen damit sind. Denn ich habe von vielen gehört, dass sie weiche letztendlich viel besser finden und seitdem sie weiche benutzen, nie wieder harte verwenden wollen. Da bin ich auf jeden Fall auch auf euer Feedback gespannt. Also schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann bleibt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch eine lange Liste an Themen für euch, die ich alle abarbeiten möchte. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.